Hi Leute, wir sind wieder da. Wir warten auf zwei andere Spieler. Auf einen anderen Spieler, auf keinen anderen Spieler. Und diese anderen Spieler sind The Vardrug und Suki, wie immer. Hallo. Oh, ich habe kein Glück. Ach, du kennst noch dieses U-Tabs? Toll. Aber du hast kein Glück heute. Das ist Ich kein konnte Problem. mein Du kannst Pferd wirklich. nicht benennen. Du kannst Kaffeebohnen ernten. Ja, juhu. Du kannst dein Pferd Das nicht tröstet benennen? mich. Na, dein Pferd heißt bestimmt so, wie du es neulich benannt hast. Ja, aber das war nicht mein Pferd. Das war dein Pferd, du hast es doch so benannt. Nein, das war nicht mein Jetzt Pferd. schon. Robin wollte halt vorher schon wissen, wie es heißen soll. Muffy. Nichts gegen dich, aber dass du die Leiter hier, die Treppe hier mit Steinen ausgelegt hast, sieht ultra hässlich aus. Ja, sieht es auch. Wie soll das Wollchicken heißen? Voidi. Voidi-Mord. Warum schreibe ich das auch noch? Ich kann es nicht benennen! Ich kann nicht auf OK klicken, wenn ich benenne. Soll ich's benennen? Das gleiche Problem wie beim Kaufen. Ich bin der Horst, aber hier ist kein Voidly Chicken. Ich kann nicht rausgehen. Ich habe nur Fehlermeldungen gekriegt, glaube ich. Das ist Wo ist wieder denn ein das? Neustart. Wo ist denn das Void Chicken? Das ist im Coop drin. Ich sehe keins. Naja, das hat Ah, mich jetzt! gefragt, ob ich es. Ein neues Küken ist geschlüpft. Es sieht merkwürdig aus. Okay, und Das Spiel wenn. wollte auch nicht, dass es Voidly Mord heißt. Es wollte es einfach nicht. Es hat mir nicht zugelassen, dass Nee, ich auf OK Voidemort ist klicke. auch doof. Es muss Voidemort heißen. Okay. Also ich kann nur Tiere kaufen und benennen und so weiter. Okay. So. Hallo Ist es so Voidemort. blöd, wenn mich das Spiel auffragt, wie es heißen soll? Und das Spiel so, nope, du kannst nicht mehr rausgehen. Ach so, und übrigens, benennen kannst du auch nicht. Hier glitschen gerade ein paar Eier rum. Das ist in Ordnung. Hey, es sind überall Pferde in den Ställen erschienen. Na Mensch. Es glitscht hier überall alles gerade ein bisschen rum. Leute, wenn ihr das gerade seht, setzt witzig. Siehst du das Glitschende? Was ist denn da? Okay, du siehst es nicht. Das kannst du dir dann in der Folge angucken. Also, ach ja, ich sehe gerade im Stream. Ja. Also, bei mir sah es normal aus. Ja, dachte ich mir fast. Wo ist denn die Kiste? Moment, du hast das Zeug auch eingesammelt? Ja. Ich habe doch gesagt, es glitscht. Ich mag Voldemort. Hast du mir gerade mein Pferd geklaut? Nein, Ja. das war meins. Als ob ich dir dein Pferd klauen würde, ich glaube mir nur Hey, den. jetzt sind gar keine Pferde mehr da! Was zur. Richtig. Da standen oben noch zwei Pferde drin. Du hast mein Pferd weggeglitscht. Achso, Nein, es meins. steht bestimmt noch irgendwo Achso, rum. Mafia, ich habe doch deins. Meins steht bei mir wieder. Ja, danke. Könntest du das bitte zurückbringen? Könnte ich. Du kannst die aber auch einfach abholen. Steht bei mir vor der Haustür. High five. Oh. High five für Mafi verarschen. Keine Steinfahrt nicht mehr Auto können. Da kommt ja alles gut. Also bei Iron Maiden bin ich auf jeden Fall dabei. Du darfst mich richtig unkundig in der Musikgeschichte nennen, weil manche Sachen kenne ich einfach nicht. Aber was ist Amon Amarth? Der Name sagt mir irgendwas, aber kannst du mir ganz Die grob Band ist nochmal ziemlich gut. die. Das ist Ja, eine Metal-Band. der Name sagt mir was, aber ich habe gerade nichts im Kopf von denen. Ich habe auch gar keine Songs von dem im Kopf, Aber aber das ist eine ich Metal-Band meine halt. ganz ehrlich, wenn das so in die Richtung Iron Maiden mitgeht, dann habe ich damit kein Problem. Ich würde dir auch noch mein Soundsystem dazugeben, um Helene Fischer zu über. Viking Death Metal? Das, ja, doch, schon. Ich räume mal hier unten Cinderstep Forest so ein bisschen auf, damit mehr gute Sachen spawnen können. Weil irgendjemand hat mir damals erzählt, ich glaube es war Luna, dass wenn da so ein Haufen Debris ist, dass da nichts Gutes spawnt. Weil da ein Spawn Cap ist.
Naja, da muss ich dazu sagen, ich habe keine normale Musikrichtung. Ich höre auch, wenn ich ganz normal in ganz normaler Stimmung bin, alles mögliche kreuz und quer, deswegen. Ich glaube, ich würde auch Guns N' Roses und Viking Death Metal kombinieren. Dazwischen noch irgendwie ein Stück von Vivaldi oder so. Man muss sich da nicht auf eine Sache festlegen, finde ich. Hallo Haley. Haley fotografiert irgendwie immer dasselbe. Ja, die Crabpots. Ne, da sind ja keine Crabpots mehr. Oh Gott, wer quält die Öfen? Ich. Wusch, 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 wusch. Wusch, wusch, wusch. Hallo Mäher Louis. Rasenmäher Louis. So, ich baue jetzt die A2 zum See runter. Und wo geht die A1 lang? Die A1 geht vom rechten Eingang bis hinten zu unseren Häusern. Ah, okay. Bei mir vorbei oder oben lang? Bei dir unten vorbei. Okay. Also unter den Feldern durch. Ja. Das heißt, mein Haus hat keine eigene Abfahrt? Dein Haus steht quasi mitten auf der Abfahrt. Okay. Du hast Autobahn, bist Autobahnlage. Beste Autobahnlage, das ist sehr gut. Verkehrstechnisch gut gelegen, sagt man dazu. Das ist gut. Wenn quasi die Autobahn direkt durch den Wintergarten geht. Ja, das ist. Kann man machen. Oh, ich muss nochmal gucken. Es gibt einen wunderschönen Glitch mit dem Badehaus, den man nutzen kann, wenn man das Spiel nicht zwischendurch restartet. Mit dem man sich theoretisch dauerhaft in die Ich schwimme im Badewasser Effekt geben kann und sobald man stillsteht, regeneriert man Energie. Das ist ultra witzig, das hätte ich gleich machen können. So, ich werde jetzt alles, was Iridium Star Qualität hat, auch speichern, weil ich sowieso nur noch Iridium Stern Qualität aufsammeln kann. Wisst ihr, was lustig ist? Die Autobahn hat übelst viele Löcher. Weil ich keine Spitzhacke mit habe, kann ich die ganzen aufgehackten Dinger von unseren Bombenaktionen nicht wegmachen. Ich kann das machen, Moment. Unnötige Böden. Hier hast du einfach nur ein Loch ohne. Hey, hier sind doch gar keine aufgehackten Dinger. Das mache ich gerade weg. Ah, du warst einfach schneller, okay. Oh, ups. Toll, Suki. Oh, hier ist sogar dreispurig die Autobahn. Ja, sieht so scheiße aus unten. Ich würde die oben auch dreispurig machen. Suki! Dankeschön! Nein, geh nochmal! Mein Pferd ist weg. Leute. Da sind noch ein paar Löcher. Wo? Ach da. Ich muss gerade Sukis Pferd mit klauen, deswegen reite ich immer abwechselnd ihr Pferd und dann mein Pferd ein Stückchen weg, damit ich beide wegbekomme. Wenn es dir Spaß macht. Ja. Ja, das tut es. So. Dreispurige Autobahn, Leute. Dreispurig. Das hat es früher nicht gegeben. Warum machst du eigentlich so viele Bögen? Machst du eigentlich so viele Kurven? Weil nur gerade sieht scheiße aus. Okay. Und wo ist denn der Weg? Von dem Weg muss ich ausbauen. Ja. Du kannst dann dir andere Weg machen zum Anbinden, wie du willst. Also. Ja, wenn du eine gute Anlage hast, dann glaube ich auch nicht, dass du meine Anlage wirklich bräuchtest. Aber ich dachte, kann ja nicht schaden, um die Leute noch mehr. Also wenn du die alle koppelst, alle Anlagen immer koppeln. Immer koppeln. Kann nur besser werden. Wenn der Sound schlechter wird, das ist für die noch besser. Und selbst wenn es scheiße klingt, ich meine, die hören Helene Fischer. Die sind das gewohnt. Ich hoffe, wir haben hier keinen Hardcore-Helene Fischer-Fan. Marfi? Das ist meine Tante.
Das wäre sehr traurig. Ich weiß jetzt nicht, warum ihr da so lacht. Suki, hast du seine Tante schon kennengelernt? Und wenn nein, heißt das zum Glück nicht, oder? So. Ja, hier bist du. Ja, hier bin ich. Moment, was? Was? Du hast dein Pferd wiedergefunden? Ich hab jetzt Marfis wahrscheinlich. Ach so. Das machst du schön. Ich geh schlafen, Leute. Ich geh schlafen. Party! Überraschungsparty bei Sven! Nein! Oh, warum krieg ich meine Tür? Ich hätte drinnen einen Eisenzaun aufstellen sollen, dann kannst du nicht rein. Party! Wow, Leute! Wow, wir haben halt richtig viel, richtig auf, wenn man sich irgendwo noch kauft. Nevermind. Und Kaffee. Da würde ich dich fragen, tauschst du mit mir? Wir haben sehr nervige Untermieter und ich würde dir gerne mal die Plärne mal rum und meckern ihre Kinder an. Ich würde dir gerne mal zeigen, wie man richtig Krach macht. Ich kann das nämlich nicht richtig. Kann ich mir die mal ausleihen? Hey, wir bekommen den Autograber. Wir können den Autograber reinstellen. Morgen ist Tanzfest. Da können wir jetzt zugucken, wie Mavi Suki auf die Füße tritt. Yay! Ich habe aber nichts ordentlich zum Anziehen. Mich auch nicht. Ist das nicht eigentlich der Frauenspruch? Ein ganzer Schrank voll nichts zum Anziehen? Ach Mavi, red dich nicht raus. Du musst tanzen. Du machst das wunderschön. Du bist Bob der Baumeister. Wow. Ich finde super, wie Suki dich auch noch unterstützt, indem sie lacht. Ich bin halt witzig. Da sagt Suki nichts, weil sie weiß, dass ich recht habe, aber das nicht zugeben will. Natürlich. Sag ich doch. Geh mal aus dem Weg, Suki, sonst wieder Steinwege. Ja, vielleicht möchte sie auch mal ein paar Steinwege haben, ja? Nie gibst du ihr Steinwege. Stimmt nicht. So. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich haben wir genug Kupfererz, aber wir haben genug Kupfererz. So, das sieht doch sehr schön aus. Oh ja. Eins, zwei, drei. Ha, passt genau. Wenn es besser ist, wenn die untereinander sind. Aber gut. Ich bin nicht so leicht verfolgt. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich bin nicht zu sehen. Außerdem, wenn du durch so Gras rennst, muss ich bei dir sein. Ich hab einen Ponita, du nicht. Ponita. Ich hab auch einen Ponita. Aber du hast es nicht mit. Du bist total schutzlos, wenn dich eine Ratte anfällt. Oder eine Taube. Das heißt Gehörlose, also bitte ein bisschen politisch korrekt sein, ja? Okay. Dankeschön. Ich habe keine Steine mehr. Ich habe einen Tausender Stack Steine verbraucht. dein Babyersatz brauche ich nicht unbedingt. Also. Instrumente brauche ich nicht, weil ich kann eh nicht spielen. Also es sei denn, du kommst mit und spielst was Schönes vor, dann so. Dann lassen wir Mavi dazu singen und dann reicht das auch. Dann rennen die alle weg. Eben. Aber ansonsten, ich brauche nur Sachen, die Krach machen. Die müssen nicht mal gut klingen, die müssen nur Krach machen. Das heißt, Verstärker voll aufgedreht ist wahrscheinlich ein bisschen mehr als das, was ich bieten kann mit meiner kleinen Anlage. Ich wusste ja nicht, dass du so musikalisch bist. Ich kenne dich ja nicht mal. Das sind die Leute, die immer ohne Lebenslauf zum Vorstellungsgespräch kommen. Marco, du solltest hier oben auch noch eins hinmachen, einfach damit es besser aussieht. Sag Suki, die hat noch eins in der Tasche.
Nein. Nein, eine Reihe meinte ich, Murphy. Da oben. Diese hier. Warum? Weil es besser aussieht. Sieht scheiße aus. Das ist natürlich... Also ich muss dazu sagen, ich bin nicht stumm, aber ich kann trotzdem keine Gitarre spielen. Also ich würde es trotzdem gern können. Also generell Instrument spielen finde ich immer cool, wenn Leute das können. Aber wenn du dann mit der Musik aussagen kannst, was du sagen willst, das ist schon cool. Ich wollte mal da unten zwei Bäume nachpflanzen. Nachplanten. Suki, immer wenn du so am Lachen bist, weiß ich, dass nichts Gutes passiert. Ärgerst du schon wieder? Hast du meine Pferde? Mit dieser Frau kannst du Pferde stehlen. Also anders, sie wird deine Pferde stehlen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und was heißt hier schon wieder? Beim letzten Mal wurde ich beklaut. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich bin durch den Zaun geritten. Ja, das funktioniert. Das dachte ich mir tatsächlich fast, aber ich muss sagen, ich finde die Idee einfach großartig. Das ist der Mohnbrötchen-Jam. Muffy, hier fehlt eine Steinplatte. Auf der A2 nach unten. Und da fehlt noch eine Steinplatte. Warum fehlen da so viele Steinplatten? Na, weil da jemand nicht vorher die Löcher weggemacht hat. Oh, sag mal, was kannst du eigentlich, Muffy? Wir machen das einfach wie wir auf der deutschen Autobahn. Einfach irgendwas anderes reinkippen. Da müssen wir erstmal irgendwie eine Straße sperren hier. Ja, das außerdem, aber ich ist erstmal geflickt. Ich find's gut, irgendwo in Westdeutschland gibt's. Stein geflickt, das passt schon. Irgendwo in Westdeutschland gibt's seit 20 Jahren oder so mittlerweile fast, gibt's eine Autobahnbrücke. Da führt wirklich eine Brücke über die Autobahn, aber links und rechts ist keine Straße rangebaut, weil dafür hatten sie irgendwann kein Geld mehr oder so und da haben sie die Straße einfach nicht gebaut, aber die Brücke ist fertig. Man kann nicht auf die Brücke hochfahren, man könnte an der Seite so hochklettern, aber die steht halt und führt über die Autobahn. Vielleicht haben sie mittlerweile auch schon abgerissen, aber das fand ich lustig. Das ist ein cooler Weg hier. Ja, oder? Wunderbar. Versuchst du jetzt abzuhauen? Was? Nein, ich mache hier so einen Zen-Garten-Weg hin. Ein Zen-Garten? Nein. Doch? Oh. Tot. Jetzt habe ich gleich keine Wege mehr, dann ist gut. Ich glaube, ich werde den Mohnbrötchen-Jam jetzt nicht mehr aus meinem Kopf bekommen. So, perfekt. Kann ich Fox noch anbinden? Kannst du mich bitte nicht anbinden? Ich weiß schon ganz genau. Ich stehe nicht so auf Fesselspielchen. Aha. Kannst du die Autobahn bitte ordentlich machen? Dankeschön. Oh, so. Nein, die ist geflickt worden, wir haben nicht genug Geld gehabt. Aber wir haben eine Tochterfirma, eine Subunternehmer dafür engagiert. Und die haben das nicht so gut gemacht. Lass mich raten. Aber die war günstig. Lass mich raten, ihr hattet nicht genug Schotter. Warum machen wir das hier eigentlich? Marvin, ich glaube mittlerweile, Suki lacht einfach nur, weil sie weiß, dass es dich stört. Einfach um dich so ein bisschen zu sticheln, deswegen lacht sie über meine Witze. Ja, was denkst du, warum sie sonst über deine Witze lachen sollte? Keine Ahnung. Du lustig bist niemals. Ja, sowas kommt von Marvin, das ist klar. Den lade ich nochmal zum Essen ein. So. Wenn er da nicht wiederkommt, ne, ich weiß, also ich lass mir sagen, wo du wohnst. Das ist in Ordnung. Ich ziehe um. So, ich weiß ganz genau jetzt, wie ich Foxhaus werde ich jetzt einfach mit totalen Bling-Bling-Wegen anschließen. Bling-Bling? Ich würde da tatsächlich sogar auf 103% hochgehen. Okay, jetzt habe ich 175 Bling-Bling-Wege gemacht.
finde schön, dass mein Pferd eine eigene Anbindung bekommt, ich aber nicht. Mein Pferd kriegt eine eigene Anbindung an die Autobahn, ja. Schmelzen. Nutze deinen Schmelz, um einen Kupferbarren zu schmelzen. Okay. So. Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Ja. Sieht super aus. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin froh, dass ich so viel Mist rede. Das ist lustig. Man kann Leute zum Lachen bringen. Und wenn sie auch nur aus Schmerz lachen. Ich habe keine Ahnung, wo ich mein Pferd gelassen habe und keine Ahnung, wo ich die Wege dahin backen soll. Und diese Öfen sind so laut, die müssen irgendwie mal Schalldämpfer bauen. Du könntest einfach in den Einstellungen... Nein, wir müssen das Schalldämpfer, wir müssen da geräuschunterdrückende Wände bauen. Den Sound für Ambiente und Töne runternehmen. Genauso wie den für Fußstapfen. Dum, 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 dum. So, und jetzt bin ich gespannt auf die Geschichte. Ich finde es super, dass du so viel Spaß hast, Peter. Weil zu beobachten, nicht hier Wege fallen. Dieser Moment, wenn ich mal wieder Wege verlege. Ja. Ich habe diesen Tag quasi nichts gemacht. Hey, ich verstehe nicht, wieso du das nicht nennst. Das ist doch super ertragreich und witzig gewesen. Stimmt. Wenn jetzt die Nachricht kommt, das sprießende Unkraut hat deine Farm beschädigt, dann müssen die gesamten Wege ablaufen und gucken, wo da ein Weg fehlt. Ich glaube tatsächlich, dass Wege nicht davon zerstört werden. Doch. Auf Wege können Steine drauf fallen, glaube ich zum Beispiel. Also Steine stehen dann. Die werden dann nicht zerstört. Wie ist mein Pferd eigentlich hier rübergekommen? Keine Ahnung. Oh ja, gut. Ja, keine Ahnung, wie das Pferd da hingekommen sein könnte. Also, das hat nichts mit Suki zu tun. Warum sehen wir so... Mafi, nein. Aus. Glaub ich mein Pferd, dann glaub ich halt eins. Das ist halt eher von mir. Hey, wenn ich versuche, auf das gleiche Pferd aufzusteigen, ist alles gut. Ich gehe schlafen. Ich auch. Ich auch. Sehr gut. Mal ordentlich einparken, tut so. Ich bin eine Frau, ich kann das nicht. Oh mein Gott, ja nicht, oh mein Gott, einparken. Oh mein Gott, was haben wir vergessen? Ich habe nicht auf OK gedrückt. Ah, ich doch. Ich wollte gerade sagen, was zu verkaufen. Ich wollte sagen, wir haben vergessen, was zu verkaufen, haben wir aber nicht. Nein. So, nicht. Sehr gut. Ich habe was verkauft. Dann würde ich nämlich sagen, weil 23. Tag ist schon wieder eine ungerade Zahl, dann war es das nämlich schon wieder für heute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss. Ciao. Tschüss.